Willkommen, Thema dieser Mindmap, möglicherweise werden es auch mehr als eine, ist die Kündigung von leitenden Angestellten. Relativ umfangreiches Thema. Fangen wir mal an bei dem Begriff leitende Angestellte. Was ist ein leitender, nicht leidender, sondern leitender Angestellter? Halten wir mal eine Grundregel fest. Eine Grundregel, merkfähige Grundregel. Leitende Angestellte haben Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt kommen zwei Dinge. Einmal höhere Treuepflichten. Höhere Treuepflichten gegenüber dem Unternehmen, in dem sie leitend tätig sind. Und geringere Schutzrechte. Höhere Treuepflichten, man kann auch sagen, mehr Verantwortung. Leitende Angestellte haben mehr Verantwortung als ein normaler Sachbearbeiter. Und sie haben gleichzeitig geringere Schutzrechte. Und jetzt juckt es mir in den Fingern, da noch dazu zu schreiben, für diese Konstellation höhere Treuepflichten, das heißt mehr Verantwortung und geringere Schutzrechte, werden sie besser bezahlt. Ja, ergänzen Sie das geistig noch. Sie werden für diese Konstellation besser bezahlt. Ja, also die Tatsache, dass sie geringere Schutzrechte haben, wird in gewisser Weise ausgeglichen, dadurch, dass sie besser bezahlt werden und auch spezielle, möglicherweise nicht monetäre Vergünstigungen haben, wie Dienstwagen und so weiter und so weiter. Na, das meine ich alles mit besser bezahlt, bessere Konditionen. So, das ist das Erste. Das Problem ist jetzt, dass der Gesetzgeber nicht klar sagt, was leitende Angestellte sind, beziehungsweise präzise formuliert, gibt es zwei Gesetze, die uns Hinweise geben auf leitende Angestellte und wie sie zu definieren sind. Und diese beiden Definitionen sind nicht genau deckungsgleich. Das ist einmal definiert im Kündigungsschutzgesetz und zum zweiten im Betriebsverfassungsgesetz. Halten wir das zunächst mal fest. Problem: zwei unterschiedliche Legaldefinitionen. Legaldefinition heißt, es ist im Gesetz definiert, aber eben nicht übereinstimmend. Das eine, erstens Betriebsverfassungsgesetz, da wird der leitende Angestellte laut Betriebsverfassungsgesetz definiert. Und zweitens Kündigungsschutzgesetz. Ich benutze die gängigen Abkürzungen. Ne? Betrifft VG, Betriebsverfassungsgesetz, zweitens Kündigungsschutzgesetz. Da stehen jeweils unterschiedliche Definitionen drin, was ein leitender Angestellter ist. Und noch etwas sollten wir vielleicht vorab eben kurz behandeln. Beachte, Sprecherausschuss. Das ist auch noch so eine Sache, die man bei der Kündigung von leitenden Angestellten gegebenenfalls beachten muss. Wieder eine wichtige strukturelle Sache. Und wenn Sie hier darauf kommen, dann ist das etwas, was der Prüfer sehr gerne hat. Ja, der kann zum Beispiel sagen, hören Sie mal, für einen normalen Angestellten, da haben wir doch den Betriebsrat. Der Betriebsrat muss bei jeder Kündigung gehört werden und so weiter. Bei leitenden Angestellten, da ist der Betriebsrat ja nicht für zuständig. Gibt es denn da nicht irgendwie was? Oder hat der leitende Angestellte da keine Unterstützung durch irgendeine Gruppe? Und dann sollte man drauf kommen, auf den Sprecherausschuss. Und zwar gibt es da ein extra Gesetz. Ja, das Sprecherausschussgesetz. Und zwar nach Paragraph 31 Absatz 2. Schauen Sie das nochmal nach. Ich weiß nicht, im Moment sind ja die Leute dabei, teilweise die Paragraphen in den Gesetzen durcheinander zu schmeißen. Schauen Sie nochmal, ob das der richtige Paragraph ist. Sprecherausschussgesetz. 31 Absatz 2 Sprecherausschussgesetz, wenn die Nummer noch stimmt. Da ist das geregelt. Nehmen wir es eben auf.
muss der Sprecherausschuss ... gehört werden. Hier ist die Parallele zum Betriebsrat. Der Betriebsrat muss beim normalen Angestellten ohne leitende Funktion gehört werden. Hier muss der Sprecherausschuss gehört werden. Komma, was passiert, wenn das nicht passiert? Sonst ... ist die Kündigung, ich kürze Kündigung mit K ab, unwirksam. Achtung, unwirksam ist kritisch. Ja, wenn etwas unwirksam ist, muss man die Unwirksamkeit geltend machen. Wenn etwas nichtig ist, dann gilt es als nicht existent. Ja, also wenn etwas, was jemand macht, nichtig ist, dann muss man nichts machen. Wenn etwas, was der andere macht, unwirksam ist, muss man was dagegen machen, sonst wird die Unwirksamkeit nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Fristversäumnis, nach einer gewissen Passivität zur Wirksamkeit. Ja? Also hier müsste der leitende Angestellte auch das Arbeitsgericht aktivieren, um sich darauf hier berufen zu können. So, wo kommt der Sprecherausschuss her? Nehmen wir das auch nochmal auf. Bildung, also Bildung des Sprecherausschusses bei mindestens 10 leitenden Angestellten. Ja, da ist ein Sprecherausschuss zu bilden. Wenn wir also nicht so viele leitende Angestellte haben, brauchen wir auch keinen Sprecherausschuss und dann fällt dieser Ast unserer Mindmap weg. So, das ist alles hier Vorgeplänkel. Wir haben das wesentliche Problem hier erfasst. Es gibt zwei unterschiedliche Definitionen. Wir haben ein Verständnis dafür, was der leitende Angestellte ist. Und wir wissen, dass gegebenenfalls, nämlich wenn 10 leitende Angestellte da sind oder mehr, dass gegebenenfalls hier noch diese Struktur des Sprecherausschusses ins Spiel kommt und gehört werden muss. Und dass man, wenn das nicht passiert als leitende Angestellte, das Nichtanhören des Sprecherausschusses gerichtlich geltend machen muss. So, mit diesen drei wesentlichen Dingen möchte ich diese Mindmap und dieses Video schließen, sonst wird das zu lang, denn wir müssen jetzt noch, wir haben noch eine Menge Arbeit für uns. Wir müssen uns anschauen, wie lauten diese Legaldefinitionen, wo ist die Abweichung und wie sind die unterschiedlichen Regeln für die jeweilig unterschiedlich definierten leitenden Angestellten. Und das mache ich in Teil 2. Möglicherweise brauche ich sogar noch einen Teil 3. Ja, das ist ein relativ kniffliges Gebiet hier. Deswegen schließe ich dieses Video jetzt. Es gibt also einen Teil 2, möglicherweise sogar noch einen Teil 3. Alles Gute. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.